Herzlich willkommen zu einem neuen, Unboxing-Video, sage ich mal, wobei es diesmal kein Unboxing eines Brettspiels ist, sondern ich schaue mir mit euch zusammen zumindest mal ein paar Seiten des Black Powder 2. Edition Regelbuchs an. Ein Regelbuch von Warlord Games, was jetzt auf Deutsch recht neu erschienen ist und das halt die Black Powder-Regeln beinhaltet. Und da geht es halt so um die Zeit zwischen 1700 und 1900, die Zeit der Schwarzpulvers, der Kavallerie, der Musketen. Ja, die Zeit von Napoleon und des amerikanischen Bürgerkriegs und ähnlicher Konflikte. Und ja, das sind halt Regeln, mit denen wir all diese Szenarien, alle diese Armeen nachspielen können. Und ich möchte einfach mit euch zusammen mal ein bisschen reinschauen. Ist natürlich jetzt auch vom Warlord Games jetzt nicht gewünscht, dass man jetzt jede Seite hier durchblättert, um am Ende komplett das Buch irgendwie als Video zu haben. Aber ich möchte einfach mit euch mal ein paar Seiten reinschauen, denn ich habe schon mal reingeschaut und schon reingelesen, angefangen zu lesen. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ich finde es eine tolle Epoche. Ich habe mich schon als Kind sehr für Napoleon interessiert, für das ganze Thema und bin jetzt auch eben auf Warlord Games und die Miniaturenspiele von Warlord Games gestoßen und eben auch Black Powder. Habe jetzt von Radatte, dem Online-Shop, den ich auch hier auf jeden Fall verlinke und empfehlen kann, die sehr viel im Bereich Miniaturenspiele anbieten. Und einen tollen Service bieten, habe ich hier das kostenlos zur Rezension zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, möchte mit euch zusammen mal reinschauen, denn es sieht wirklich toll aus. Also das ist die zweite Edition, wie gesagt. Ich glaube, mehr als 10 Jahre ist das her, die erste Edition. Und ist im Englischen schon etwas länger raus, aber ist eben, wie gesagt, jetzt auch dann auf Deutsch erschienen. Und ja, hier sieht man schon, wo es hingeht, in welche Richtung. Und dann sieht man hier auch schon mal in der Einleitung sehr schön, worum es geht. Man sieht hier tolle bemalte Miniaturen. Das sind natürlich relativ kleine Scales, je nach System, was man spielt. Ich glaube, der normale, übliche Spielgröße, die jetzt hier auch angesprochen wird, sind 25 mm Miniaturen, wo dann oft mehrere von diesen Miniaturen auf einer Base stehen, was natürlich auch logisch ist, einfach weil es geht ja hier wirklich um Massenarmeen und gerade solche Schützenreihen etc. Da will man nicht jede einzelne Figur aufstellen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel das Bürgerkriegs-Starter-Set, das neue von Warlord Games, kostenlos bekommen als Rezensionsexemplar. Und das ist 15 mm Miniaturen, also noch etwas kleiner. Der große Vorteil ist natürlich, dass einerseits die Miniaturen, da stehen 10 Miniaturen schon nebeneinander auf einer Base, beziehungsweise 20 kommen dann auf eine Base, 10 sind schon in einem Gussrahmen quasi zusammen. Und man kann halt herrlich große Gefechte damit auf relativ kleinem Raum darstellen. Ja, und das sieht wirklich toll aus. Hier hat man mal einen Überblick, was alles drin ist. Also wir haben hier 200 Seiten und wir haben halt wirklich die ganzen Regeln, die Armee, was dazu gehört. Wir haben die Formationen, dann haben wir die Befehlsphase, Gelände wird erklärlich erklärt, ist auch wichtig. Wir haben den Beschuss, den Nahkampf, die zwei Dinge, die man natürlich von vielen Tabletops kennt. Wir haben extra Regeln für Kommandeure, Aufriebstest, Erschüttern. Wir haben Siegbedingungen natürlich. Also alles, was man braucht. Und das Schöne ist eben, wie gesagt, hier, dass man eben verschiedene Szenarien, verschiedene Miniaturen, Größen auch hier mitspielen kann. Und das ist sehr, sehr gut und sehr interessant gemacht. Und es sieht wirklich toll aus. Also ich habe ja schon einige Regelbücher auch gerade von Miniaturenspielen gesehen. Und hier muss ich sagen, es ist wirklich extrem übersichtlich. Es ist toll gestaltet, aber man merkt schon, dass im Vordergrund auch die gute Lesbarkeit, die Übersichtlichkeit stand. Und es gefällt mir sehr gut. Im Kapitel 2 geht es dann weiter mit Erweiterungsregeln. Das heißt, alles das, was man gerne einsetzen möchte, wenn man zusätzliche Regeln und ein bisschen tiefer gehen möchte, gerade was Gebäude angeht, bestimmt besondere Waffen, nützliche Zusatzregeln, die dann für erfahrene Spieler sicherlich gedacht sind. Und wir haben nochmal Szenarien ab Seite 112. Das heißt, fast das halbe Buch sind dann nochmal Szenarien. Ist natürlich vielleicht für den normalen Brettspieler ein bisschen einschüchternd, dass man hier schon über 100 Seiten Regeln hat, beziehungsweise, ja, sagen wir mal, 85 Seiten Regeln oder rund 80 Seiten Regeln für das Spiel, aber das sind ja oft Erklärungen, die dann im Spiel nochmal nachgeschlagen werden oder die irgendwann relativ klar sind und nochmal bei bestimmten Situationen nur zum Einsatz kommen. Also eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie es im ersten Moment klingt. Ja, dann wird es hier noch ein bisschen erklärt. Hier sieht man auch mal wirklich tolle Illustrationen drin, schöne nachgestellte Kampfszenen. Und dann hier ein bisschen was man dazu benötigt, welches Material, was man natürlich auch durchaus kennt, Würfel, Maßband, was halt bei Tabletop-Spielen halt durchaus üblich ist. Nur, dass man hier halt hier nicht in die Fantasy geht, sondern hier halt
in historische Schlachten. Und da sieht man hier nochmal eine Aufstellung. So wird es dann auf dem Spielfeld aussehen. Die verschiedenen Regimenter oder Brigaden, wie auch immer, zusammen. Dann gehen wir mal weiter. Sieht man hier zum Beispiel Formationen, denn das ist extrem wichtig, wie man die dreht, wie man die bewegt, was so Flanken sind, was die Front und der Rücken der Einheit ist. Dann nochmal ja, für bestimmte, wahrscheinlich einzelne Artillerieeinheiten, die dann ein bisschen anders behandelt werden. Ja, wollen wir weitergehen. Hier haben wir die Kavallerie, ist natürlich wichtig, keine Frage. Besondere Geländesachen, unpassierbares Gelände zum Beispiel. Dann haben wir die Beschussphase, der Sichtbereich, den ein Anführer haben kann. Alles so wichtige Dinge, die dann natürlich reinkommen. Wir haben verschiedene Waffenreichweiten, wird ja immer alles ausgemessen beim Tabletop. Gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Ja, kommen wir dann zu den Erweiterungsregeln. Und das sind halt die Regeln, die dann hinzukommen, dass man besondere Formationen haben kann. Ja, wie das Carré, was ja dann gerade unter Napoleon zum Beispiel sehr beliebt war, um sich gegen Kavallerieansturm zu schützen zum Beispiel. Hier dann immer so schöne Darstellungen, um nochmal klar zu machen, was das genau bedeutet im Einzelnen. Dann gehen wir mal wieder weiter. Dann haben wir zum Beispiel Kavallerie. Ja, da sieht man hier nochmal Zusammenfassung nützlicher Sonderregeln, dass wir nochmal bestimmte Dinge zusammengefasst sind. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, hier haben wir nochmal zum Interesting Battles Black Powder bei Warlord Games. Da haben wir hier eine Übersicht der. Ja, ich weiß nicht, ob das hier die Szenarien sind, die hier irgendwie drin sind, aber hier sind zumindest interessante Schlachten nochmal dargestellt. Und dann haben wir hier die Schlacht bei Elixheim. Spanischer Erbfolgekrieg 1705, das ist so mehr oder weniger der Anfang so dieses Regelsystems. Dann hat man hier die Armeenerklärung, man hat hier das Spielfeld, wo die Aufstellungszonen sind. Natürlich idealerweise dann auch das Gelände soweit dann mit auf dem Spielfeld. Dann die Schlachtordnung der britischen Armee und die Schlachtordnung der französischen Armee, die man dann hier quasi ins Feld führt. Und dann sind das, wie man das auch so kennt, entsprechend Grundwerte für die einzelnen Einheiten. Und wir haben noch Sonderregeln, die jeweils dann natürlich dabei sind. Und dann geht es schon weiter mit der nächsten Schlacht. Und so geht es halt immer weiter. Und hier hinten haben wir dann noch wunderschöne Fotos, die einfach zeigen, was bei diesem Scale, was bei diesem doch eher kleineren Scale der Miniaturen, ob nur 25 oder 15 mm für großartige, große Schlachten möglich sind. Wenn ich hier von großartige Schlachten rede, dann ist das natürlich immer nur im Sinne des Spiels gedacht. Mir ist schon klar, dass die Realität furchtbar war und niemand möchte das haben, auch heute nicht. Und ich wäre auch nicht gerne damals dabei gewesen, aber jetzt so als mit Abstand und als Pazifist kann ich das trotzdem durchaus genießen, so den Anblick, und finde das schon irgendwie faszinierend. Ja, hier auch nochmal napoleonische Armee, eine komplette Liste, was alles so dabei ist. Hier, also da war da auch eine Schlacht, waren dann Bilder von einer Schlacht offensichtlich. Und dann haben wir dann auch hier den amerikanischen Bürgerkrieg, das heißt, auch da, wo ich die Starterbox bekommen habe, hier eine Schlacht. Aber man kann natürlich auch eigene Schlachten im Endeffekt hier aufbauen und zusammenstellen. Dann haben wir ja noch die Schnellreferenz, wo wir nochmal die wichtigsten Werte und so weiter der verschiedenen wichtigen Aspekte hat. Und wie das berechnet wird, man hat den Index, was auch immer ganz gut ist. Ja, und das war's schon. Und ich muss sagen, es sieht nicht nur gut aus, es ist nicht nur gut übersichtlich, dass man wirklich sehen kann, wie das funktioniert, das Spiel, dass man wirklich sehr gut die Regeln erklärt bekommt, sondern diese Fotos und diese Illustrationen da drin, die machen echt, echt Lust auf mehr. Also das ist wirklich Wahnsinn. Mich spricht das extrem an. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen, was ihr so von historischen Militär-Tabletops haltet, ob für euch das interessant ist oder ob ihr lieber auf Fantasy oder Science Fiction wie eben Age of Sigmar oder Warhammer 40k steht oder ähnliches. Würde mich sehr interessieren. Es gibt ja doch in Amerika eine große historische Tabletop-Szene. In Deutschland ist die jetzt nicht so groß, klar. Aber würde mich trotzdem interessieren, ob es da Fans von euch gibt, weil sie grundsätzlich von dieser Zeitepoche 1700 bis 1900 haltet.
und ja, ob ihr der Richtung auch was spielen würdet. Ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr mal bei abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut. Dort findet ihr eine Menge Artikel rund um das Brettspiel-Hobby und auch das ein oder andere zu Tabletop-Spielen und natürlich eine Menge Reviews, Toplisten, Interviews, News, Kickstarter-Previews und meinen wöchentlichen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!